Ein Hallo von mir, herzlich willkommen von eurem Charles. Es gibt News in Red Dead Online, neues Update kommt am 26. Februar. Heute ist der 12., das heißt wir haben 2 Wochen Zeit. Es wurde gerätselt, ob es nicht heute eins kommt, am Donnerstag und so weiter. Nein, es kommt am 26. Hier die Ankündigung, gerade live, beziehungsweise gerade getwittert vor 11 Minuten. Also 11 Minuten alt diese Information. Also, gehen wir es mal kurz durch. Ich kann eigentlich meine Kopfhörer runter tun. Das nächste Update kommt eben am 26. Februar. Sie haben ein paar Sachen improved und Enhancements zu der Game Open World, including a new law and bounty system. Das heißt, wir haben ein neues Bounty System drinnen. Weapon Balancing, das heißt, sie haben die Waffen ausbalanciert und Changes to Player Blips. Das sind die Marks, die man sieht auf der Mappe. Die haben sie verändert, aber wir schauen uns die Details an. Und zwar die Player Visibility haben sie geändert. Das ist die Sichtbarkeit der Spieler. Ich lese es in Englisch und dann probiere ich das Wichtigste rauszunehmen. Eben, sie haben aufgrund der Community, aufgrund des Feedbacks, haben sie eben diese Änderungen bei diesen Player Blips geändert. Sie reduzieren die Sichtbarkeit über lange Distanz. Das heißt, meine Mappenposition sieht man nur, wenn es näher als 150 Meter ist. So steht es hier drinnen. Nearby 150 Meters. Wenn man weiter weg ist, wird man nur gesehen, wenn man die Waffe abfeuert. Also man sieht nicht, wenn ihr jetzt am Fischen seid, aber wenn man die Waffe abfeuert, dann sieht man es. Players in other towns or regions, for example, won't be visible. Das heißt, auf der Karte, wenn ihr woanders guckt, seht ihr die Spieler nicht. Das heißt, dieses Komplettsystem, dieses Sichtbare, das fällt mal weg. Ob es jetzt gut ist, weiß ich nicht, weil ich da nicht sehe, ob irgendwas schön in der Stadt ist oder so. Wir werden es dann sehen. Weiter geht's. We are also in a new system that highlights... aggressive Spieler werden gehighlighted. Okay, also wenn sich einer da aufführt da drinnen, also die Griefer, die werden gehighlighted. If your style of play becomes more hostile, your map position will become more visible. Also man sieht es viel, viel früher, ein progressive darkening dot, also ein dunkler, also wahrscheinlich dunkelrot oder schwarz, denke ich mal. So wird es dann sein. Das passt. Your visibility will increase through bad deeds such as attacking and killing other players or the horses. Also gerade wenn man eben andere Spieler killt oder die Pferde, dann greift dieses System. Bei Free Roaming Missions, Events oder Competitions, and the shorter the time between bad acts, the more your visibility increase. Also, desto kürzer diese ganzen Zeiten sind, desto höher ist die Chance, oder desto höher wird es gehighlightet, also man sieht es besser. Ja. Es lässt nach einer bestimmten Zeit. Also es geht dann zwar wieder weg, aber es dauert eine Zeit lang. Dann haben sie dieses Post-White Palais System hier geändert. You'll soon be able to initiate Palais that applies to your attackers entire. Schon nach einem Single Kill kann man das machen. Cool. Also, naja, ob es jetzt was hilft, werden wir sehen. Aber nach dem ersten Kill kann man schon dieses Palais System, dieses Greifen nicht an System aktivieren. Dann gibt es ein Timed Mini Deathmatch for Rival Players to fight. Okay, das kommt auch rein. Earning Points for each kill. Okay, das heißt, hier kann man dann vielleicht auch leveln untereinander. Mal sehen, was wir da sehen. Das ist einmal zu diesem Palais und System. Ja, das ist einmal okay. Das finde ich, ob es jetzt optimal ist, weiß ich nicht. Aber sie haben es geändert. Sie haben es geändert. Bleiben wir es mal so. Dann Bounty Hunters and Low Balancing. So, then ranked up high bounties will have chance to the... Best bei der NPC Bounty Hunters, who will attempt to kill them and collect their reward. Okay. In derselben Zeit wird so ein Bounty gestartet, so wie ich es jetzt gelesen habe. Und NPC Bounty Hunters, die werden versuchen, den zu killen. So habe ich es jetzt verstanden. Wenn es nicht stimmt, schreibt es uns in die Kommentare. Criminal Behavior will have Bounty Values. Okay, also kriminelles Verhalten wird eben dieses Kopfgeld heben. Und die Honor Consequences scale based on the severity of the crime. Okay. Ja, Ehrensystem. Ja gut, ich habe eh keine Ehre mehr in dem Spiel, also who cares. Ein Beispiel, killing other players can incur higher bounty. Okay, also wenn man andere Spieler killt, dann startet auch diese Bounty, also diese Kopfgeldjagd. Okay, weiß ich nicht, ob das jetzt dann die wollen. Also ein Griefer, der jetzt dich angreift, wird dann auch von NPCs gejagt. So verstehe ich das mal.
Das ist okay. So. Like looting, ransacking only decrease your honor. Okay, also es gibt Low-Level Crimes und High-Level Crimes. Also kleine Verbrechen, große Verbrechen, so habe ich es jetzt verstanden. If your bounty exceeds a certain threshold, you will be wanted dead and alerted. Ah, okay, also wirklich, die werden dich dann töten. Und desto höher das Kopfgeld ist, the greater your value and the more difficult the pursuit becomes for you and your post. Okay, das ist okay, das passt mal. Hier was Interessantes jetzt ist das nächste, Daily Challenges, tägliche Sachen. Wir bekommen Dailies. We'll be also adding a variety of daily challenges. Also es gibt verschiedene tägliche Herausforderungen in Red Dead Online Beta. Complete individual objects, then cover aspect of life, function to earn gold nuggets and XP, also wir bekommen gold nuggets und XP davon. Challenges, okay, welche Challenges gibt es? Range from foraging for helps, also for herbs, also Kräuter sammeln, Items verkaufen, Hunting and Skinning, also Jagen und Häuten von Tieren, Clearing Hideouts, also wenn man Hideouts macht, diese Bandenverstecke, Winning Fights and so much more. Okay, also es wird verschiedene Dailies geben, also nicht nur eine, sondern mehrere. These Daily Challenges will continue to expand and evolve over time, bringing special challenges. Okay, also über Zeit wollen die, glaube ich, auch erweitern noch. Ja, cool, nice. Und dann Other Fixes, verschiedene andere Sachen haben sie noch gefixt. Your feedback has been evaluated. We're planning to address several additional changes based on community feedback. Also sie hören doch auf die Community. Select Weapons will rebalance. Ah, okay, das Warmint-Gewehr wird genervt, so wie ich sehe. Voice Chat will be reduced to work at closer. Ah, okay, und der Voice Chat funktioniert nur mal in kleineren Areas. So wie ich es verstehe, to work at closer proximity. And one fixes the horse cargo numerous. We plan to introduce some improvements to making pelts and cars more present. Ah, okay. Also hier steht auch, dass sie bei der Tragkraft der Pferde was ändern. We plan to introduce some improvements. Okay, also hier planen sie dann auch noch andere Sachen. Okay, aber das ist okay. Und we have more details and additional content in February 26, next week. Okay, also hier am 26. gibt es dann neue Informationen, aber da kommt das ja auch. Okay, now we will have more details on additional content in February 26 up next week. Okay, das heißt am 26. We are excited about the future. Ja, also sie freuen sich und sie sind sehr aufgeregt. Ja, das steht auch noch drinnen. Meanwhile, there are changes to earn more XP to rank up. Ah, in der Zwischenzeit erhöhen sie die XP für Rank Up. Playing in a pose will bring benefits like earning XP in free roam missions, free roam events. Also hier gibt es mehr XP. Pose up this week to earn twice as much increase XP in the activities and next week earn 20% more. Okay, also nächste Woche gibt es dann 20% mehr. Oh, okay. Also wer sich's durchlegen, lesen will natürlich auch nochmal auf Englisch. Der Link ist unten in der Beschreibung. Mich würden eure Kommentare interessieren natürlich, was sagt ihr dazu? Ich finde es schon mal gut. Ich finde es gut. Es tut sich was, endlich. Es tut sich was, weil wir kriegen Dailies und so Zeug. Finde ich gut. Von mir aus, wenn man so ein, zwei Stunden beschäftigt ist einmal, das ist schon mal okay, finde ich. Ja, also, ja, ich freue mich. Ich freue mich auf 26. Februar, auf jeden Fall. Somit, schreibt es mir in die Kommentare rein, was ihr sagt. Daumen nach oben, Abo natürlich auch nicht vergessen. Ja, und somit, ein Tschüss von mir, bis zum nächsten Mal.